Moin, na, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Und ich muss jetzt hier unbedingt an diesen dreckigen Pokémon vorbei, ne? Ich habe einfach auch keinen Bock mehr auf die Fangerei hier. Die alte Fangerei, die macht mich wahnsinnig. Pokémon, Alter. Immer dasselbe, rumgefange, rumgekämpfe. Hier ist schon wieder ein Tomboy. Was ist mit dir los? Guck mal, meine ganzen Pokémon, alle halbtot. Und keiner sagt was. Medizintasche. So, was haben wir denn hier? Hypertrank. So, dann machen wir 120 Punkte. Als ich klein war, waren das noch 200. Weißt du, das ist nämlich genau das ist es hier. Während den Anfängen. Sagen von wegen, ja, ja, der Supertrank ist ja jetzt besser, ne? Und alle so... Und dann merken sie aber nicht, dass der Hypertrank einfach schlechter geworden ist. Ja. 10 Punkte plus. Beim Supertrank, ne? Alle so, yes! Und 80 Punkte minus beim Hypertrank und alle so. Hab ich gar nicht gemerkt, weil ich nur auf den Supertrank geguckt habe. Vogel-Pokémon sind mein Spezialgebiet, dann spezialisier dich mal auf was anderes. Weil ich nämlich deine Pokémon jetzt zerstören werde. Emmanuel. Listen to me. Das ist kein Vogel-Pokémon, das ist ein Dodo. Jetzt würdest du sagen, ja, Fußball ist mein Spezialgebiet. Ja, ich bin VfL Bochum-Fan. Nee. So, wir säurieren dich mal weg. Ich habe das Gefühl, Sauglocke auf der Pole Position ist echt eine schlechte Idee. Zumindest hier. Oh, Schwerttanz. Angriff steigt stark. Als wenn du den einsetzen könntest. Ich habe hier meine Säure. Jetzt gar nichts gegen machen. Schmeckst du meine Säure? Das ist schön, ne? Ja? Yeah. Tauboga. Okay, was machen wir denn gegen Tauboga hier? Ich glaube, Anubis ist gar nicht mal so schlecht. Ich hätte gerne Elektro-Pokémon. Wie gesagt, Elektro-Psycho, das wäre jetzt meine perfekte Ergänzung. Aber kein Raichu in Alola-Form. Bitte. Bitte. Weil das nämlich scheiße ist. Das wollen wir alle nicht. Das sieht einfach auch so leblos aus da, mit den Augen und Surfen so ein bisschen und alles ganz komisch. Aber jetzt dürfte Tauboga als erster angreifen. Nee. Deine Agilität hat einfach gar nichts gebracht. Du hast einfach nur verloren. Hm. Hey Manuel, deine Luft ist raus. Ja, das stimmt. Zieh dir mal zwei Handschuhe an. Komm. Tu nicht so, als wärst du ein Falkner. Bist du nämlich nicht. Ausgeschlossen, dass ich bei diesen günstigen Winden den kürzeren ziehe. Das war mein günstiger Wind. Der war ganz günstig, den hast du gratis gekriegt. Joschka. Mit seinem Fukan. Ich hab echt mit Sauglocke habe ich wirklich daneben gegriffen, ne? Ich muss ja jedes Mal wechseln. Ja, komm, Mama Sifredi. Ich guck gar nicht hin. Ich guck nicht. Oh, was ist das denn gewesen? Dein Fukano hat bessere Feuerattacken drauf als mein Glurak. Ich fühle mich jetzt echt schlecht. Aber die Hornattacke, ne? Die kannst du echt nicht kontern. Was ist das denn für ein Brawling? Nicht sehr effektiv. Wer will die auch meinen? Bang! Hornattacke! So nämlich. Nido, Nidorino, 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 Nidorino. Kennt ihr? Ja, geht nächstes Jahr wieder los. Wenn ich meinen Abschluss habe, kommen die ganzen geilen Sendungen wieder. Ach ja. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass alles nur für mich lebt. Und wenn ich alles fertig habe, dann zack. Neue Staffel Zoll, neue Staffel Game of Thrones, alles. Und dann direkt Urlaub eingereicht und dann auch nur für mich. Und das klingt einfach so gut. Du musst einfach... Es ist ja nicht so. Ich habe ja sehr viele Steine schon
besteigen müssen. Ja, ich habe alles machen müssen. Und irgendwann musst du dir dann deine Erfolgserlebnisse auch selber suchen. Und das ist es dann. Und dann so, oh, guck mal, das passt ja ganz gut. Das ist bestimmt so gewollt. Irgendwie vom Universum. Na, neue Staffel von irgendwas. Fandst du ja eigentlich auch ganz gut, die Sendung. Ja, dann machen die bestimmt nur für dich. Und dann denkst du, ja. Das hat schon irgendwie Hand und Fuß. So, wer bist du denn? Minecraft-Sender von Prismania City. Kann man TNs kaufen? Benutzt du die manchmal? Ne, einmal und danach nie wieder. Vincent? Mit deinem Flamara? Die Sauglocke? Du schaffst das? Okay. Schon ein Flamara gegen meine Sauglocke. Das ist doch jetzt schon wieder nicht wahr. Ich schwöre euch, in dem Moment, wo ich Sauglocke gegen Lutschhülse austausche, ne? Kommen die dann an, ja, guck mal hier, mein Elektro-Pokémon. Wird genau so laufen. Du machst immer alles falsch. Aber das sind so die kleinen Sachen im Leben, die gerne auch mal falsch laufen können. Solange die Großen alle in die richtigen Richtungen gelenkt werden, ist das alles okay. So. Lutz Schulze hat natürlich gewonnen. Wäre auch ein bisschen komisch geworden, wenn nicht. Sifredi Level 43. Oh, Vincent, hast nur ein Pokémon dabei gehabt? Kleiner Versager. Ach ja, da tut mir auch ein bisschen leid. Guck mal, da. Pass auf, ich mache jetzt erstmal die Probe. Ihr seid alle Zeugen. Wir tauschen jetzt. Lutz Schulze ist vorne. So, was ist bei dir jetzt? Hi. Um starke Pokémon heranzutrainieren, muss man ihnen mit TNs mächtige Attacken beibringen. Pass auf, was jetzt das erste Pokémon? Ja, auf jeden Fall. Armin. Armin Tenserian. Siehste, jetzt kommt Anton. Damit hätte ich mit Sauglocke so einen Vorteil gegenüber dem Anton gehabt. Nö, kriege ich einfach nicht. Vorteil ist für Maddie heute nicht drin. Deswegen höre ich auch gleich auf aufzunehmen. Das ist einfach dann vorbei. Wenn die mich alle verarschen wollen, dann ist das auch okay. Dann mache ich einfach so nicht mehr mit. So. Obwohl, das geht ja noch. Ne? Ja, eigentlich ist das doch eine gute Wahl. Aber komm. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dictry. Ja. Der ist ja definitiv nicht stärker als alles, was wir haben. Kampf. Kaskade. Gold, Krone, ah! Kaskade jetzt! Durch! Bad! Yes! Dictry wurde besiegt! Perfekto! Gewonnen! Armin! Oh, bist noch nicht so weit, ne? Bist du nicht. Bist einfach ein kleiner Armin, der nicht weiß, wo sein Platz in der Welt ist. Ich weiß das auch nicht. Wo kriegen wir denn jetzt hier nochmal jemanden ran? Ich glaube, da war noch einer, der da, der Röger. Schon so doof, ey. Bist du bekloppt, oder was? Was, Mann? Andi. Andi Ormsen. King of the Kids. Das ist nicht Andi Ormsen. Das ist jemand, der gerne so gut wäre wie Andi Ormsen, aber ist er nicht. Ah, ich habe neulich geträumt, dass es wirklich zwei Brüder gibt, die Werner und Andi heißen. Warum träume ich so einen Scheiß? Und die müssen sich dann immer rechtfertigen von wegen, ja, guck mal hier aus dem Werner-Franchise, ne, ihr beiden. Warum? Warum träume ich so eine Kacke? Und warum sind meine Träume dann hinterher so profund? Warum ist das dann wirklich eine Dimension weiter von wegen, ja, ihr müsst euch ja auch immer rechtfertigen, ne, wegen diesem Franchise. Warum nicht einfach Werner und Andy und Party machen? Warum hört das dann nicht dabei auf? Nö. Da ist noch eine Stufe weiter. Dann geht's dann weiter. Ja, dann hier und so. Guck mal hier, analytisch und bla bla bla. So, ich glaube, wir sind jetzt hier fertig. Wir müssen nur da unten mal gucken. Was ist denn mit der Ho hier? Die haben wir auch noch nicht geflankt. Dann machen wir das nochmal. Ach, guck mal. Möchtest du deine Pokémon gegen meine antreten lassen? Ja, nein, vielleicht. Nein. Okay. Machen wir trotzdem. Silvia. Evoli. Voi.
Dein Evoli ist ganz, ganz anders als meins. Denn dein Evoli wird gleich von Lutschhülse erledigt. Was haben wir denn hier? Kaskade, wie immer, ne? Oh, zack. Hm. Dein Evoli ist leider ein bisschen weich. Oh, Zumbilikat, da machen wir doch direkt weiter. Guck ich gar nicht. Ich guck einfach mal meine. Ich guck gerade mal meine Audiospur an. Das sieht ja cool aus. So. Was machst du denn jetzt hier? Ne. Spezialangriff steigt. War das Amnesie? Ich bin so sauer, dass ich nichts mehr weiß. Hm. Naja, gut. Wenn du meinst. Huch, schon vorbei? That's what she said. Ich wollte eigentlich die Items hier holen, aber warte mal, die hier, die müssen wir auch noch wegschießen, ne? Ja. Meine niedlichen Pokémon möchten dich gern kennenlernen. Was eine Anmache. Noch nie besser gehört. Solange ich lebe, noch nie besser gehört. Sophia. Sophia und Silvia, ne? Ihr könnt euch gerne mal zusammentun und dann machen wir 2 gegen 2. So, was haben wir denn hier? Kaskade nochmal, ne? Ja, ist gute Bank. Oh Gott, Superzahn. Ja, irgendwann kommt der Moment, wo Superzahn einfach nichts mehr drin. Den muss man austarieren, ne? Ich verstehe das. Ist nicht einfach. Da muss man so ein bisschen rechnen. Aber du bist ja auch noch nicht wirklich alt. Deswegen, eine Pokémon-Attacke gibt's. Und die ist Erdbeben. Und die nutzt du wahrscheinlich, ne? So, Enteron. Ne, Anubis. Wenn irgendein starkes Pokémon ist, da ist, was Anubis wegflanken kann, dann nehmen wir auch Anubis. Los geht's, Anubis. Mach ihn fertig. Da. Kampf, Kopfnuss. Nochmal. Wutz. Dies, das, Bumbatz. Ich weiß gar nicht, wie man das Spiel als Pikachu-Editionsbesitzer durchspielen möchte, wenn man diese Kopfnuss von dem Evoli nicht hat. Ist doch viel zu mächtig. Viel zu mächtig. Tja, Sophia. Wow, du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Tja. Tja, Sophia. Du findest eine goldene San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 
Vogelprofi Olaf hat verloren und ich wüsste, ich würde verlieren. Oh, ich habe trotzdem gesagt, ich will mitmachen. Naja. Olaf. Siehste, ich habe einen Hypertrank hier für dich. Wenn du den trinken möchtest, ist gut. Wenn nicht, dann machen wir jetzt Ende, ne? Olaf, willst du den Trank trinken? Okay.